Amy ist noch nicht hübsch. Okay, Amy, du kommst einfach dazu, wenn du fertig bist. Gut. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gassi TV News. Heute behandeln wir das Thema illegale Welpentransporte. Die erste Neuigkeit, die uns dazu erreichte, war, dass am 27. Februar vom Zollamt und einer Amtstierärztin im Nürnberger Land ein Welpentransport gestoppt wurde. An Bord befanden sich 37 Malteser, Chihuahua und Mopswelpen sowie 10 Britisch-Kurzhaarkatzen. Der Transporter mit slowakischem Kennzeichen war vermutlich unterwegs nach Spanien zu einem Tierkaufhaus, wo die Tiere verkauft werden sollten. Die Tiere befanden sich alle in einem sehr schlechten Zustand. Sie waren dehydriert und hatten teilweise Giardien. Das sind Dünndarmparasiten, die auch für den Menschen gefährlich werden können. 2 Welpen sind zurzeit sogar noch in einer Tierklinik und befinden sich immer noch in einem kritischen Zustand. Die anderen Tiere befinden sich im Tierheim unter Quarantäne. Das Tierheim geht von Tierquälerei aus. Die Muttertiere wurden wahrscheinlich als Gebärmaschinen missbraucht und sollten so häufig wie möglich Welpen bekommen. Schade ist, dass man hier häufig nicht an die Hintermänner rankommt, so wie auch in diesem Fall. Die Hundewelpen waren zwischen 6 Wochen und 3 Monaten alt, die Katzen circa 10 Wochen alt. Besonders schlimm ist es, dass die 6 Wochen jungen Welpen eigentlich noch keine Prägephase durchlebt haben und viel zu früh von der Mutter getrennt wurden. Nun hat das Tierheim diese wichtige und schwierige Aufgabe übertragen bekommen und muss die Tiere, bevor sie vermittelt werden können, nicht nur aufpäppeln, sondern auch sozialisieren. Aus diesem Grund braucht das Tierheim Spenden, denn das alles geht nicht ohne Kosten einher. Darum bitten wir euch, dass ihr, wenn ihr es möglich machen könnt, für das Tierheim spendet. Den Link direkt zu dem Tierheim und eine Spendenmöglichkeit findet ihr unter meinem Beitrag. Eine erfreuliche Nachricht erreicht uns aus Wien. Am 6. März wurden dort 2 illegale Welpenhändlern vom Straflandesgericht Wien verurteilt. Das angeklagte Händlerpaar wurde zu 2 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Davon wurden 8 Monate zur Haft ausgestellt und 16 Monate auf Bewährung. Die viel zu jungen Welpen kamen aus der Slowakei und wurden mit gefälschten Impfpässen verkauft. Die meisten der Welpen waren schwer krank. Einige sind sogar gestorben. Während des laufenden Verfahrens hat das Händlerpaar weiter Handel mit Welpen betrieben. Im Januar sollen online noch einige Staffordshire Bullterrier-Welpen verkauft worden sein. Aber dieses Urteil gibt trotzdem Anlass zur Hoffnung. Denn das erste Mal ist nicht nur der Tatbestand des gewerblichen Betrugs verurteilt worden, sondern zusätzlich auch die Tierquälerei unter Strafe berücksichtigt worden. Wir hoffen, dass dieses Urteil für andere Tier- und vor allen Dingen Welpenhändler abschreckend wirkt. Denn bisher musste man beim Welpenhandel nicht mit allzu hohen Strafen rechnen. Außerdem möchten wir an dieser Stelle nochmal eine Warnung aussprechen. Wir würden euch in jedem Fall davon abraten, Welpen zu kaufen, die keinen Stammbaum vorweisen können, deren Elternhaus ihr nicht besichtigen könnt, deren Elterntiere ihr nicht besichtigen könnt und deren Kinderstube ihr nicht vorher sehen könnt. Denn in der Regel sind alle Papiere, die ihr von Tierhändlern erhaltet, die diese anderen Sachen nicht vorweisen können, gefälscht. Des Weiteren haben wir jetzt noch einen Veranstaltungshinweis für euch. Am 27. April findet das Frühlingsfest des Tierschutzvereins Pitbull Stafford & Co. wieder statt. Gassi TV wird auch dabei sein und wir freuen uns über viele andere Besucher auf diesem Fest. Außerdem möchten wir nochmal zum Fair Dog Award einige Informationen an euch weitergeben. Im Mai werden wir den Award wieder bei der Hund und Katz auf der Messe in Dortmund vergeben. Ich selber werde auch dabei sein und würde mich freuen, wenn ihr noch einige Vorschläge hättet, wer diesen Award in diesem Jahr bekommen soll. Mehr Informationen zum Fair Dog Award und die Möglichkeit, eure Vorschläge einzureichen, findet ihr unter meinem Beitrag. Und damit verabschiede ich mich heute von euch. Amy ist schon eingeschlafen und wünsche euch eine wunderschöne Woche und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Eure Sarah.